Herzlich willkommen zum Hangout zur neuen Studie über digitale Souveränität an deutschen Hochschulen. Heute werden wir uns mit den Ergebnissen einer Studie zu den Digitalisierungsstrategien deutscher Hochschulen beschäftigen. Die Studie wurde vom Hochschulforum Digitalisierung beauftragt und vom MMB-Institut durchgeführt. Damit gebe ich an Herrn Metzler weiter. Er ist AG-Vorsitzender der AG Digitale Souveränität und ehemaliger Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz und ehemaliger Präsident der damaligen Fachhochschule Köln. Ja, dann darf ich auch Sie noch mal von mir aus ganz herzlich begrüßen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Thema ein bisschen näher in den Blick zu nehmen. Es ist ja kein neues Thema, weder das Thema Digitalisierung noch die Fragestellungen bezogen auf Hochschulen sind neu. Seit 2015 ist das Thema digitale Souveränität ein Thema, das in wachsendem Maße und mit wachsender Dringlichkeit in den unterschiedlichsten Gremien, Institutionen und so weiter diskutiert wird. Spätestens seit 2019 hat diese Diskussion den Hochschulbereich prinzipiell erreicht, auch den Wissenschaftsbereich insgesamt. Sie kennen wahrscheinlich schon die Studie, die der Wissenschaftsrat und die Empfehlungen, die der Wissenschaftsrat für den Wissenschaftsbereich, den deutschsprachigen, herausgegeben hat. Das HFD hat sich demgegenüber entschlossen, noch mal etwas schärfer zu fokussieren, dieses Thema und die Fragestellungen, die damit verbunden sind, speziell auf die Institution, Hochschulen und die Gruppen, die innerhalb einer Hochschule sozusagen von Relevanz sind. Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die in erster Linie und überwiegend aus Fachleuten besteht, die sich mit diesem Thema im Hinblick auf Hochschulen und Hochschulstrategien beschäftigen sollten und wollen. Das haben wir auch getan, sehr ausführlich über anderthalb Jahre hin. Wir stehen jetzt kurz vor dem Abschluss. Aber wir haben lange Zeit zunächst einmal gebraucht, um einige sehr grundsätzliche Vorfragen, um nicht zu sagen Hürden, in Angriff zu nehmen. Und das führt mich zurück auf die Thematik des heutigen Hangouts. Wir haben sehr schnell, als wir begannen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, festgestellt, es gibt unglaublich viele Verständnisse von digitaler Souveränität, ob sie auf Strukturen bezogen werden, auf staatliche, auf wirtschaftliche, auf gesellschaftliche, ob sie auf Institutionen bezogen wird oder die Verständnisse bezogen werden oder eben auf Individuen, Studierende, Lehrende oder eben auch auf Gruppen. Und umso schwieriger wurde für uns zunächst einmal die Frage zu beantworten, was verstehen speziell unsere Hochschulen unter digitaler Souveränität, und wir sind davon ausgegangen, dass es eine ähnliche Vielfalt vermutlich in diesem Bereich geben wird. Die zweite Frage, die damit verbunden war, war natürlich, inwiefern spielt das Thema eigentlich schon hinein in die Formulierung und natürlich vor allen Dingen natürlich auch um die Umsetzung in Strategien, in hochschulischen Strategien. Und das wiederum führt zu der Frage, welche Sensibilität für dieses Thema ist überhaupt vorhanden. Viele reden davon, aber die Frage ist ja nun, wie weit sozusagen dieses Thema nun durchdringt, ein bisschen in das Verständnis auch einzelner Akteure. Und genau in diesem Zusammenhang haben wir uns dann sehr bald entschlossen, uns externer Hilfe zu versichern und haben das MMB-Institut beauftragt, doch genau diesen Fragen, die sich da uns eingangs stellten, nachzugehen. Wobei ich sage eingangs stellten, aber wir wissen heute natürlich auch auf der Basis der Ergebnisse, die das MMB herausgearbeitet hat, das ist eine Problematik und eine Sache, die jede Diskussion auch in Zukunft begleiten wird. Wir erkennen, dass immer weitere
weiter ausholende Verständnisse von digitaler Souveränität in unserer Gesellschaft und in unseren Hochschulen da sind und entsprechend natürlich sich auch der strategische Umgang damit immer wieder verändern wird. Aber wir haben jetzt dankenswerterweise durch die Ergebnisse, die Sie gleich vorgetragen bekommen, haben wir endlich mal sozusagen einen Status quo ermittelt. Und auf den bezogen werden wir in der nächsten Zeit Empfehlungen formulieren, einen Abschlussbericht unserer AG-Arbeit veröffentlichen, der Ihnen dann auch allen zugänglich ist und der zeigen wird, wie man sozusagen in dieser sehr, sehr volatilen Situation dennoch zu einer ganzen Reihe von vernünftigen Entscheidungen gelangen kann, wenn man das denn auch will. Soweit zunächst von meiner Seite als kleine Einführung und Überleitung. Aber ich glaube, Frau Velasquez, Sie wollen vorher doch noch das eine oder andere uns mitteilen. Wir können jetzt mit der Präsentation des MMB-Instituts starten. Frau Hofbauer, ich gebe an Sie weiter. Ja, herzlichen Dank, Frau Velasquez. Ich teile meinen Bildschirm mit Ihnen und darf Sie ganz herzlich auch von meiner Seite begrüßen zum heutigen Hangout, in dem ich die Freude habe, mit Ihnen die Ergebnisse unserer Studie zu digitaler Souveränität zu teilen. Diese Studie haben wir am MMB-Institut durchgeführt, ich zusammen mit meinen Kolleginnen Julia Hense und Katja Buntins. Wem das MMB-Institut jetzt noch kein Begriff ist, hier sehen Sie eine Übersicht der Partnerinnen und Auftraggeber des MMB. MMB ist ein Forschungsinstitut mit Sitz in Essen und wir beschäftigen uns seit über 25 Jahren mit Fragen zur digitalen Bildung. Und wir hatten eben jetzt hier die Freude, die uns mit der Frage nach der digitalen Souveränität zu beschäftigen. Und da möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen, was ich denn vorhabe, Ihnen jetzt im ersten Teil des Vortrages einmal vorzustellen. Und zwar möchte ich zu Beginn einmal darauf eingehen, was ist eigentlich digitale Souveränität? Was ist sozusagen hier die Ausgangslage, mit der wir uns auch konfrontiert sahen, als wir diese Studie begonnen haben? Welche Methodik haben wir angewandt? Und was sind denn letztlich die Kernergebnisse der Studie? Da möchte ich insbesondere auf die Fragestellung, die Herr Metzner schon aufgemacht hat, eingehen, nämlich die Frage nach den Begriffsverständnissen und auf Spannungsverhältnisse, die wir in der Praxis dann letztlich auch finden konnten, die sich dort ergeben. Zum Abschluss habe ich dann noch ein paar Fragen für unsere gemeinsame Diskussion. Ich bin da sehr gespannt auch auf Ihre Perspektiven und freue mich da besonders auf den Austausch. Notieren Sie sich gerne Fragen an mich, die Ihnen während des Vortrages kommen oder Anmerkungen, die Sie zu den Folien haben. Und dann freue ich mich auf den Diskussionsteil. Zunächst einmal zu der Fragestellung, was eigentlich ist digitale Souveränität? Ich habe Ihnen hier mal eine aus meiner Sicht gängige Definition mitgebracht aus einem eher politischen Kontext. Hier zitiert nach dem Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik. Hier wird unter digitaler Souveränität Folgendes verstanden. Es geht um die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Natürlich gibt es neben dieser Auffassung, die schon so einiges enthält, nämlich diese Ebene Individuum, Institution, aber auch ein sicheres Agieren, ein selbstständiges und ein selbstbestimmtes. Natürlich gibt es neben dieser Definition viele weitere andere und wahrscheinlich haben Sie auch schon eine ganz andere in Ihrem Kopf oder ein ganz anderes Verständnis, wenn Sie jetzt an digitale Souveränität denken. Es gibt zum Beispiel Definitionen, die eher noch die technischen Aspekte in den Vordergrund stellen. Für mich war jetzt hier auch nicht das Ziel, Ihnen eine möglichst große Vielfalt von Definitionen darzulegen. Das haben andere schon gemacht, wenn Sie sich beispielsweise
die Publikation des BMWK dazu anschauen. Da wird das schon ganz gut rausgearbeitet, was die Vielfalt sozusagen anbelangt, dessen, was man sich alles unter digitaler Souveränität vorstellen kann. Für uns war jetzt wichtig, welche Aspekte fallen für unsere Studie denn noch unter digitale Souveränität, damit wir das Ganze operationalisiert bekommen. Und hier hatten wir den Vorteil, dass wir auf die ersten Gedanken der AG Digitale Souveränität schon zurückgreifen konnten. Hier wurden schon einige Aspekte zusammengetragen und darauf konnten wir dann für unsere Studie auch aufbauen. In dieser Studie haben wir die folgenden Aspekte unter digitaler Souveränität gefasst und ich werde sie einmal kurz durchgehen, damit wir so ein grobes Verständnis davon haben, was wir denn da jeweils drunter meinen. Zum einen geht es um das Thema Datenhoheit. Das bedeutet also, die Kontrolle und die Verantwortung für digitale Daten zu haben, also Herr über die eigenen Daten zu sein, steuern zu können, wer Zugriff auf diese Daten hat. Damit verbunden ist aber auch der große, große Bereich der IT-Sicherheit, also Sicherheit von Daten, von Forschungsdaten, wenn wir jetzt im Hochschulkontext uns befinden. Aber es geht natürlich auch zum Beispiel um die Frage der Resilienz von hochschulischer IT-Infrastruktur. Wie schnell kann diese eben wieder in den Regelbetrieb gehen, wenn beispielsweise ein Angriff erfolgt ist? Auf der anderen Seite geht es aber auch um Aspekte des Datenschutzes, also Schutz natürlicher Personen, der Hochschulangehörigen, des Personals, der Studierenden, der Lehrenden und der Daten, die diese Personen identifizieren oder identifizierbar machen. Ein anderer Aspekt, der mit digitaler Souveränität in Verbindung gebracht wird, ist der der Unabhängigkeit. Damit ist gemeint die Unabhängigkeit von proprietären Anbietern. Also denken wir jetzt an die großen Tech-Konzerne, oft in der USA, ich sage mal Microsoft, ich sage mal Meta, und Sie können die Reihe noch selbst gedanklich fortsetzen. Hier möchte man, wenn man digital souverän handelt, eine gewisse Unabhängigkeit erreichen. Das kann man zum Beispiel durch den Aufbau eigener digitaler Infrastrukturen, Kooperationsstrukturen, Stichwort Open Source. Ein anderer Aspekt, der bei digitaler Souveränität nicht zu vernachlässigen ist, ist die persönliche Souveränität, also der Umgang von Individuen mit Daten und digitalen Anwendungen, Stichwort Digital Literacy. Und nicht zuletzt auch der Aspekt der Rechtssicherheit, also Maßnahmen, die wir in Verbindung mit digitaler Souveränität treffen, sollten eben nicht willkürlich erfolgen, sondern eine gewisse Grundlage haben, möglicherweise sogar eine rechtliche Grundlage. Ja, wie schon eingangs gesagt wurde, war das Ziel der Studie, unterschiedliche Begriffsverständnisse zusammenzutragen, Strategien und Maßnahmen zu digitaler Souveränität und diese etwas genauer zu analysieren. Wie wir das gemacht haben, darauf möchte ich ganz kurz eingehen und Ihnen etwas zur Methodik berichten. Für die Studie haben wir zum einen eine Inhaltsanalyse durchgeführt, eine Inhaltsanalyse von Strategiedokumenten deutscher Universitäten und Hochschulen. Um hier eine Stichprobe zu ziehen, wurde zunächst mal eine repräsentative Stichprobe von Hochschulen gezogen, gemessen am Hochschultyp, der Größe und der Lage. Und zu diesen Hochschulen wurden dann Strategiedokumente recherchiert. Die Kriterien für diese Papiere waren, dass ein inhaltlicher Bezug zur Digitalisierung vorhanden sein musste und dass diese Dokumente nicht älter als 3 Jahre sein durften, wohlgemerkt 2023. Einfach um keine Verzerrung schon in der Datenlage zu haben, dadurch, dass ganz alte Dokumente vielleicht noch mit im Sample sind. Das waren dann insgesamt 150 Dokumente, die mit einem deduktiv-induktiven Kategoriensystem kodiert wurden. Unter anderem ging es dabei um die schon gerade angesprochenen Aspekte digitaler Souveränität und inwieweit diese sich in diesen Dokumenten wiederfinden.
Auf der anderen Seite oder ergänzend zu dieser Inhaltsanalyse wurden qualitative Interviews durchgeführt. Diese wurden leitfadengestützt durchgeführt mit Expertinnen und Experten, 10 an der Zahl. Die ausgewählten Expertinnen waren beispielsweise CIOs oder Mitarbeitende in Rechenzentren, Fachberater, also alles Expertinnen zu digitaler Souveränität im Kontext Hochschule. Soweit mal zur Methodik. Hier haben Sie noch ein paar Zahlen zur Studie, die Sie sich auch gerne im Nachgang noch anschauen können. Jetzt möchte ich zum spannenden Teil kommen, nämlich dem Teil, in dem es um die Ergebnisse der Studie gehen soll. Und dafür möchte ich zunächst mal auf die Begriffsverständnisse eingehen und welche wir hier in den Dokumenten identifizieren konnten. Sie sehen hier 2 Zitate aus Strategiedokumenten deutscher Hochschulen. Wenn wir uns mal mit der linken Seite beschäftigen, dann sehen wir hier, dass digitale Souveränität in einem Dokument der Universität zu Köln in Verbindung gebracht wird mit diesem Aspekt der Befähigung eines Individuums. Also wir sehen das auch in anderen Dokumenten, dass hier beispielsweise Maßnahmen getroffen werden, um die Digital Literacy beispielsweise von Studierenden zu erhöhen. Das ist also ein mögliches Begriffsverständnis für digitale Souveränität. Es gibt aber auch eines, das durchaus einen anderen Fokus legt, und das sehen wir hier auf der rechten Seite im Zitat aus dem Strategiedokument des Karlsruher Instituts für Technologie. Da geht es um die Verlagerung von Teilen der IT-Infrastruktur off-Campus, die entscheidende Auswirkungen auf die digitale Souveränität der Hochschule mit sich bringt. Also hier eher die institutionelle Ebene, die adressiert wird, und eher ein technischer Rahmen, der hier gesehen wird. Also wir sehen, es gibt unterschiedliche Begriffsverständnisse auch in den Dokumenten der deutschen Hochschulen. Und wir sehen aber eine enge Verknüpfung dieser Konzepte sie schließen sich sozusagen nicht aus, sondern können nebeneinander existieren, diese verschiedenen Verständnisse. Gleichzeitig sehen wir den Begriff auch auf unterschiedlichen Ebenen adressiert. Also wir sehen ihn auf einer supranationalen Ebene, wenn es hier um die europäische digitale Souveränität geht, auf einer nationalen Ebene, auf der Ebene der Institution oder auf Ebene des Individuums. Im Übrigen fanden wir diese verschiedenen Ebenen, die ich jetzt hier aus den Strategiepapieren gezogen habe, auch in den ExpertInnen-Interviews. Da hat uns beispielsweise jemand berichtet, dass er, wenn er an digitale Souveränität denkt, mal zunächst an seine individuelle digitale Souveränität denkt, das, was er zu dem Konzept sozusagen beitragen kann, und erst dann auf die individuelle Ebene. Wenn wir das Schlagwort, die lexikalische Suche über all diese Dokumente, die Teil unserer Stichprobe waren, laufen lassen, dann stellen wir fest, dass genau dieses reine Schlagwort digitale Souveränität in den Strategiepapieren vergleichsweise selten vorkommt. Also wir konnten es nur in 5 Dokumenten finden. 5 von 150. Im Vergleich dazu fanden wir das Schlagwort Datenschutz in 47 Dokumenten. Ich habe dazu auch noch ein Zitat aus einem Interview mitgebracht. Das ist so ein schöner Begriff für das Papier. Letztlich wird er oft gelebt, aber nicht unbedingt genutzt. Und der zweite Teil ist eigentlich der, der doch Hoffnung stiftet. Also vielleicht findet dieser Begriff noch nicht Einzug in Strategiedokumente oder er wird vielleicht auch noch nicht in der Praxis viel genutzt, aber das, was wir damit verbinden, das wird zum Teil gelebt, aber sozusagen nicht so benannt. Also wir finden mit digitaler Souveränität verwandte Aspekte in den Strategiedokumenten. Das schon, den Begriff selbst eher selten. Und das möchte ich Ihnen auch nochmal auf der nächsten Folie zeigen.
Und zwar haben wir hier einmal ausgewertet die absolute Häufigkeit dieser Codes in den Strategiedokumenten. Diese Aspekte kommen Ihnen bekannt vor, die kennen Sie von der ersten Folie. Und hier sehen wir eben, dass das Thema Datensicherheit, aber auch das Thema Datenschutz, das sind die Aspekte digitaler Souveränität, die wir am häufigsten in den Strategiedokumenten finden konnten. Vermutlich liegt das daran, weil das eben Aspekte sind, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu der Unabhängigkeit von proprietären Anbietern, die stärker institutionalisiert sind oder auch gesetzliche Verankerung gefunden haben. Ein kurzes Fazit zum Begriffsverständnis. Also wir stellen fest, digitale Souveränität ist ein Thema. Es ist ein Thema, das sich in den Digitalstrategien deutscher Hochschulen niederschlägt, allerdings nicht ausschließlich unter diesem Begriff. Und wir haben auch festgestellt, geht es um technische Ausstattung oder Kompetenzvermittlung? Es geht eben um beides und beide Verständnisse können nebeneinander existieren und letztlich auch zusammengedacht werden. Für uns ist das eben ja sozusagen nichts, was sich ausschließt, sondern etwas, das sozusagen zusammengedacht wird in diesem Konzept von digitaler Souveränität. Das soll es mal zu dem Begriffsverständnis gewesen sein. Ich möchte jetzt noch auf ein paar Spannungsverhältnisse eingehen, die sich so in den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten ergeben haben. Die existieren natürlich auch deshalb, weil, wie schon gerade angesprochen, digitale Souveränität als Strategie noch nicht ausreichend institutionell verankert ist. Und dadurch ergeben sich eben unterschiedliche Spannungsverhältnisse. Das erste Spannungsverhältnis, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist das zwischen Absicht und Gewohnheit. Also in den Interviews wurde uns geschildert, dass es durchaus bei Hochschulangehörigen noch ein geringes Bewusstsein der Nutzerinnen und Nutzer für beispielsweise sicherheitsrelevante Aspekte, datenschutzrechtliche Aspekte gibt. Es gibt noch einen großen Aufklärungsbedarf, wenngleich sich da sozusagen schon etwas verbessert hat. Beispielsweise durch die Angriffe, die wir leider erleben mussten, ist da letztlich doch ein größeres Bewusstsein inzwischen vorhanden. Und trotzdem ist es noch auf einem niedrigen Level. Und dadurch kann es eben sein, dass in der einen oder anderen Situation dann doch eher die Gewohnheit siegt. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Zitat aus einem unserer Interviews. Es gab mal Versuche, auf Linux und OpenOffice umzusteigen, aber das wurde von den Betroffenen nicht mitgetragen. Dieser Wandel wurde von den Nutzenden einfach nicht angenommen. Die hatten sich an Office gewöhnt und wollten nicht umsteigen. Hier sehen wir eben auch, wie dieses Spannungsverhältnis sich dann zu möglichen Konflikten zwischen verschiedenen Akteursgruppen im Hochschulkontext sozusagen dazu führen kann. Also in diesem Fall jetzt zwischen einem Rechenzentrum und einem Nutzer, beispielsweise eines Professors oder eines Instituts. Das zweite Spannungsverhältnis, das ich Ihnen näher bringen möchte, ist das zwischen Sicherheit auf der einen Seite und der Freiheit der Lehre. Jede Festlegung auf eine bestimmte Software, die beispielsweise ein Rechenzentrum trifft, ist ja, kann man sozusagen als eine gewisse Einschränkung irgendwo auch auslegen. Und je nachdem, um welche Art von Software es sich eben handelt, kann das sozusagen die Freiheit der Forschung und Lehre berühren. Oder es wird zumindest so argumentiert von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren. Und das stellt für die Rechenzentren, aber natürlich auch für Hochschulleitungen ein Drahtseilakt dar, zwischen diesen beiden Polen abzuwägen. Auch hierzu habe ich mal ein Zitat mitgebracht aus einem Interview.
Manche Professoren stehen auf dem Standpunkt, dass die verwendete Software Freiheit der Lehre und Forschung gerecht werden muss. In der Praxis ist das total schwierig umzusetzen und teilweise nutzen die Profs dann auch einfach sicherheitsrelevante Software weiter. Da ist natürlich dann auch zu abzuwägen, ist das jetzt eine einzelne Person, die da eine Software nutzt, oder geht es hier um eine ganze Fachschaft, die ein bestimmtes Produkt nutzen möchte, weil es vielleicht die Standardsoftware ist. Wir denken mal zum Beispiel an die Adobe-Produkte, die ja absolute Standardsoftware zum Beispiel für die Mediengestaltung sind. Ein drittes Spannungsverhältnis ist das zwischen der Unabhängigkeit und der Wirtschaftlichkeit. Also Unabhängigkeit von proprietären Anbietern und auf der anderen Seite bei der Beschaffung steht natürlich auch immer die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Und hier ist eben die Kostenstruktur bei Open Source eine ganz andere als bei proprietärer Software. Im Übrigen haben wir in den Interviews auch zu den Beschaffungskriterien gefragt. Und hier spielte das Thema digitale Souveränität so direkt keine Rolle, aber dann doch eher mittelbar, beispielsweise wenn Interoperabilität ein Kriterium darstellt für die Beschaffung oder Open Source Software ein Sollkriterium für die Beschaffung ist. Das ist aber eher in seltenen Fällen der Fall. Ja. Zur Wirtschaftlichkeit habe ich auch ein Zitat mitgebracht. Wir haben ja im Beschaffungsrecht die Öffnung zu Open Source, aber da steht immer die Problematik im Raum, kann ich das leisten? Man kriegt ja nur die Lizenzkosten erlassen, nicht die Wartung. Und dann muss ich mich fragen, kann ich das stemmen? Da sind wir auch oft auf Wirtschaftlichkeitsüberlegungen angewiesen. Also wir sehen, im Beschaffungsprozess spielt das, ist das eben das ausschlaggebende Kriterium an vielen Stellen, dass dann teilweise eben die Entscheidung für ein Open Source Software auch stechen kann. Ja, als Fazit möchte ich hier einmal ziehen, CIOs zusammen mit ihren Gremien, in denen sitzen natürlich auch die Datenschutzbeauftragten, die Informationssicherheitsbeauftragten, genauso wie die Rechenzentren, fungieren aus unserer Sicht als Treiber für digitale Souveränität an Hochschulen. Sie sehen sich aber natürlich neben diesem Thema auch mit vielen anderen Themen im Bereich Digitalisierung konfrontiert und möglicherweise gibt es dann durchaus in der Praxis auch manchmal drängendere Probleme, die angegangen werden müssen. Wir leiten daraus ab, digitale Souveränität muss stärker institutionell verankert werden. Für den Bereich Datenschutz oder Informationssicherheit sehen wir ja schon, da gibt es eigene Rollen, die geschaffen wurden. Es gibt Richtlinien, beispielsweise im Bereich Datensicherheit. Warum gibt es Ähnliches im Moment noch nicht zu digitaler Souveränität? Und letztlich ergibt sich aus den Interviews auch noch eine ganz zentrale Frage. Was kennzeichnet eigentlich eine gute Hochschul-IT-Architektur? Das ist ja letztlich eine Grundvoraussetzung für eine digitale Souveränität. Und hier gibt es durchaus das ein oder andere Praxisbeispiel, aber die Erkenntnis aus den Interviews, es gibt noch keine festgehaltenen Prinzipien, wie denn eine solche Hochschul-IT-Infrastruktur aufgebaut sein kann und die sozusagen eine Blaupause sind für Hochschulen in der Umsetzung. Das heißt, um überhaupt digital souverän agieren zu können, braucht es einen Orientierungsrahmen. Wie dieser ausgestaltet sein könnte, darüber können wir gerne gleich diskutieren. Vielleicht haben Sie da eine Vorstellung, vielleicht habe ich auch schon eine Vorstellung. Damit wäre ich zunächst mal am Ende der Ergebnispräsentation und ich habe jetzt für unsere Diskussion auch noch ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar
braucht es aus unserer Sicht jetzt noch einen Diskurs über vier Fragen. Vielleicht kommen wir da in der verbleibenden Stunde auch noch ein Stückchen weiter. Wie kann denn mit den beschriebenen Spannungsverhältnissen umgegangen werden? Haben Sie da Erfahrungen aus Ihrer Praxis? Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt, wie man die auflösen kann? Oder sind das Spannungsverhältnisse, die Sie so noch gar nicht wahrgenommen haben? Oder die es bei Ihnen gar nicht so gibt? Eine andere Frage, die wir uns stellen, ist, könnten denn Hochschulen möglicherweise Hubs für die Entwicklung und Pflege von Open-Source-Software werden? Sie haben ja das Know-how dafür, Sie haben in vielen Fällen auch ein Interesse sozusagen oder eine Sympathie für Open-Source. Wäre das denn denkbar aus Ihrer Sicht? Die Frage, wie sieht denn eine sichere und gute Hochschul-IT grundsätzlich aus? Haben Sie da eine Vorstellung? Könnten Sie solche Prinzipien schon formulieren oder was würde da in jedem Fall dazugehören? Und wie könnten Sie sich einen solchen Orientierungsrahmen vorstellen? Was würde Ihnen für Ihre Praxis helfen? Was sollte darin absolut unbedingt enthalten sein? Das wären jetzt von meiner Seite mal die Fragen, mit denen ich in die Diskussion gehen würde. Und vielleicht oder sicherlich haben Sie auch noch die ein oder andere Frage an mich oder für die Runde. Ich freue mich auf den Austausch und bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.